Hallöchen, meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog von uns. Ich werde euch heute so ein bisschen durch unseren Tag mitnehmen. Ich war schon duschen, wie ihr seht. Die Kinder sind drei Kinder sind in der Schule. Die Luisa ist zu Hause, weil die ist ein bisschen verschnupft. Und der Philipp ist auch ein bisschen verschnupft sogar, aber der geht so in den Kindergarten. Papa ist im Büro und schneidet brav das Video für heute. Heute kommt ja immer freitags kommt ja mein Video. Bitte nicht wundern, unser Büro schaut mal wieder. Hey! Wie immer. Like usual. Also, das sind so... Wie das ausschaut. Da fange ich wieder den Vlog an. Nächster Vlog. Mit putzen, der Aufräumen im Büro. Ja, aber das sind so Sachen, die Sachen zum Verlosen. Hühlersachen. Ja, wir haben so ein Waren. Das ist nicht nur Büro und Studio, das ist auch Warenlager, diverses anderes Zeugs, Karton, Spielzeug, Hühler. Ja. Aber was soll man machen? Wir wollen auf jeden Fall noch, schauen wir mal, ob wir dieses Jahr oder nächstes Jahr. Wir würden gerne ausbauen. Mal gucken. Ich werde auf jeden Fall jetzt schnell meine Haare föhnen gehen. Das ist ein Hitzeschutzspray. Den kann ich euch gerne verlinken, wenn ihr möchtet. Unten in der Infobox. Ich weiß, ich habe schon oft vergessen, Sachen zu verlinken, aber heute findet ihr unten einen Link. Da kommt ihr zu allen Produkten, die ich immer wieder mal im Vlogs erwähne und so. Und euch wirklich empfehlen kann, deswegen schaut da immer gerne vorbei. Ich werde mir auf jeden Fall die Haare föhnen. Und da muss ich mich eh schon ans Mittagessen machen für die Kinder. Ich zeige euch jetzt übrigens einen Trick, den ich selber auf TikTok gesehen habe. Also man denkt sich, man föhnt sich die Haare so. Aber... fertig mit meinen Haaren und bitte ergibt euch das, wie glatt und glänzend die aussehen. Ich habe die nicht geglättet, das ist einfach nur mit dieser Bürste hier, also mit diesem Aufsatz von Dyson Airwrap, damit einfach so die Haare föhnen und dann sind sie schon glatt. Spart man sich einfach das Glätteisen, das ist ja auch nicht so gut für die Haare, weil das ist ja nur ja, heiße Luft und das Glätteisen ist dann auch schon anders schädlich für die Haare. Oh, ich liebe den, hat mein Geburtstagsgeschenk. Ich freue mich so, dass ich den bekommen habe. Ich habe mir den halt schon länger gewünscht, habe lange damit gehadert, ob ich 500 Euro dafür ausgeben will. Muss wirklich sagen, das ist. Da habe ich sehr lange drüber nachgedacht, weil im Endeffekt denkt man sich so, das können bestimmt doch auch ja, andere Sachen, die günstiger sind, also Föhns, aber ich freue mich über den. Ja. Ich glaube, ich werde mich ein bisschen schminken, also so ein leichtes. Minimalistisches Make-up. Also, let's go! So, kaum bin ich jetzt fertig geworden, habe ich schon gehört, dass der kleine Philipp wach ist. Also gehen wir mal gucken. Schaut mal bitte, wer wach ist. Der Philipp kann übrigens schon gehen. Schau, komm her. Ja? Ja, sehr gut. Habt ihr das gesehen? Magst du das nicht essen? Na dann, gib's zurück, wo du es her hast. Ein bisschen Hai jagen. Ich bin ein bisschen verrotzt. Ein bisschen verrotzt, Mama muss Gesicht waschen von Philipp, gell? Kannst du zu mir? Magst du das haben? Komm! Ja, komm! Ja, super, magst du das! Sehr gut!
Fernbedienung einfach liebstes Spielzeug, oder? Muss sagen, heute ist der Philipp ja verhältnismäßig echt spät aufgewacht. Das, wie normalerweise schläft er ja nie so lang, oder? Ja. Aber ja, voll konzentriert. Ja, jetzt vorhin die Lara abgeholt, nämlich. Das ist ja schon 12 Uhr, deswegen. Aber Philipp ist um 11 Uhr aufgewacht. 11 Uhr. Ja, das ist ja voll. Oh. Papa hat jetzt auch Knochen auf. Wer will was genau? Na, Pfoten runter. Nein, 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 das ist keine Erziehung. Tu auf mich auch nicht. Runter. So, 1, 2, 3, 4, 5. Wer ist nicht da, soll die Pfoten holen. Okay, alle da. Also. So, zuerst krieg mal die Mama Goldi. Machst du mit mehr Fleisch oder mit weniger Fleisch? Okay. So, das ist. Also muss ich die irgendwie auch annehmen, viel Fleisch, weil sie ist klein. Das ist nichts, weil Lucy's Ohr passiert, Papa. Papa, Lucy's Ohr. Okay. Dann gib mal zuerst die Lucy. Klappohr, Lucy. Bella sitzt. Bella sitzt. Okay, sie dann kriegt die Lucy. Sophie. Der Papa hat den Namen. Sophie, weil sie sitzt. Bella sitzt. Sei kann nicht sein, dass so es noch kalt so. Ist. Ha? Kann es sein, dass es noch kalt ist? Kalt? Nein. Wo? Die Mama Goldi auch. Wer noch nicht gekriegt? Bella. Bella, komm. Sitz. Sitz. Ah, jetzt. So, und jetzt ist die. Emi, geh mal zu deinem Platz. Ha. Und ich werde jetzt Mittagessen vorbereiten. Die Kinder haben Wunsch-Mittagessen aufgegeben. Und zwar gibt es Püree. Ja. Ah, danke. Nichts, quasi? Nein. Du hast dich auch weggenommen? Nein. Kannst du dir einen gönnen? So beim Videoschneiden kannst du mal einen gönnen. Bruno Salz. Auf jeden Fall werde ich jetzt Püree machen und ich werde die Kartoffeln in den Thermomix schälen. Ich habe ja so einen Kieler. Und Püree mit Chicken Nuggets, oder? Wollt die? Jo, Leute. Aber die Luisa will nur Püree. Will nicht Püree? Nur Püree. Okay. Ich weiß ja nicht, ob ihr das wusstet, aber man kann ja mit dem Thermomix auch Kartoffeln schälen. Da braucht man nur diesen Peeler. Und es gibt jetzt auch einen schwarzen Thermomix, habe ich euch ja hier gar nicht gesagt. Und ich habe ihn schon zu Hause, aber ich habe ihn noch nicht ausgepackt. Das könnt ihr dann auch mal machen. Wenn ihr wollt, können wir das zusammen im Vlog machen. Also ich weiß aber noch nicht, also ich bin ja Thermomix-Beraterin. Also über mich kann man einen Thermomix kaufen, wenn man in Österreich wohnt. Das ist ja ländergetrennt. Und ich habe ja den Thermomix in schwarz und in weiß jetzt, aber ich bin mir noch nicht so sicher, was ich damit machen soll. Ob ich ihn jetzt aufbauen soll oder. Ich würde ihn schon gern. Aber nicht jetzt. Jetzt habe ich keine Zeit. Mal mein Mittagessen, jetzt mache ich mal hier die Kartoffeln. So schaut das aus, die Kartoffeln und die Schale und so, das ist hier alles ja, mit drinnen. Wie ihr seht, sieht man dann die Schale. Das kann man dann wegschütten und dann kann man das anschauen, wie das ausschaut. Und so schauen die Kartoffeln aus. Das sieht man zum Beispiel, die ist mega schön. Es gibt aber welche, die natürlich nicht mega schön sind, wie zum Beispiel da. Da gibt es halt noch so ein paar Stellen, wo halt so eine Kerbung drin ist. Ja, die muss ich jetzt noch ein bisschen manuell bearbeiten. Mittagessen ist jetzt fertig. Es gibt heute Püree, wie ihr seht, mit Würstchen für mich und Papa. Die Luisa wollte nur Püree und die Lara hat Chicken Nuggets. Seht ihr? Ah, für den Video habe ich noch gar nicht gerichtet. Meine Güte. Kommt ihr dann bitte? Wo ist denn der, sagt der Papa, soll den Philipp mit Papa telefoniert gerade mit seiner Tante. Ihr habt ja bestimmt auch Nachrichten geschaut. Ja, nö, wahrscheinlich nur mehr warm. Habt ihr wahrscheinlich auch Nachrichten mitbekommen, zurzeit ist ja viel los. Russland, Ukraine und so weiter. Und Rumänien ist ja Nachbarland und deswegen telefoniert er halt oft mit seiner Tante. Fertig telefonieren? Geht's dir gut? Ja, ich habe auch sehr viele Panzer gesehen, so beschlossen. Ja. Rumänien ist Nachbarland mit Ukraine und die bereiten sich jetzt gerade aktuell vor, dass Flüchtlinge kommen. An zwei Stellen eigentlich. Ja. Hast du den Philipp bitte? Ich muss ihn noch essen. Also. Wir werden auf jeden Fall jetzt mal Mittagessen. Die Kinder sind jetzt da. Und schmeckt gut? Also du wolltest eine Gabel haben, gell? So, wir haben jetzt fertig gegessen. Mittlerweile sind auch schon die großen Kinder von der Schule gekommen. Und die essen jetzt. Ah, mit ihr Cousin. Mit ihr Cousin. Ich wollte eigentlich hier ein bisschen aufräumen. Weiß. Mama. Ja, mit ihr Papa Cousin. Er riecht nach Küken. Er ist ja auch ein Küken.
Er hat dich angegabbert. Komm, ich wollte mich ein bisschen Spielzeug aufräumen. Und dann muss ich eine Story drehen. So, ich habe jetzt in Windeseile aufgeräumt. Wie man sehen kann, mal zumindest die Spielsachen weg, Fernseher ausgeschalten. Und jetzt werde ich meine Story drehen. So, meine Lieben, ich habe hier alles für meine Instagram-Story vorbereitet. Wie ihr seht, mein Licht und mein Handy. Ich möchte euch immer so ein bisschen einen Einblick in meine Arbeit gewähren, weil ich glaube, dass das sehr viele Leute interessiert. Übrigens, nicht wundern, falls ihr euch fragt, wo ist der Philipp? Der Philipp ist mein Papa. Ja, der hat ihn jetzt kurz genommen. Deswegen kommt heute das Video ein bisschen später. Also, falls ihr jetzt euch am Freitag gefragt habt, warum kam denn das Video nicht pünktlich? Das ist der Grund. Also gut, ich muss irgendwie meine Story drehen. Und kurz nachdenken, was ich sage. Und dann wird es wahrscheinlich ein paar Anläufe geben und dann werde ich irgendwann mal das Richtige sagen. Ikea. Ja, wir sind beim Ikea. Papa hat sich einen tollen Reim für euch überlegt. Ja, wir haben uns angezogen und sind mit allen Kleinen, drei Kleinen, nochmal los. Habe ich euch in der Früh gesagt, wir wollten zum Ikea. Wir wollen nämlich gucken, ob wir Regale finden, beziehungsweise habe ich mir gedacht, dass wir Billigregale nehmen, oder? Ja. Das sind schon cool. Also wir haben jetzt Billigregale im Wohnzimmer und in der Küche. Und das ist schon cool. Früher waren wir so Kallax-Fans, aber das ist offen, es kommt Staub rein. Und von Preise ist auch viel günstiger. Stimmt. Und Billigregale hat auf jeden Fall coolen Verstauraum. Es gibt hohe, es gibt tiefe, es gibt Türen. Das Büro habt ihr ja gesehen, das schaut ja furchtbar aus. Das Problem ist, dass wir zu wenig Verstauraum haben. Also, Maske aufsetzen und... Let's go! Yeah! Aber jetzt in dem Auto müssen wir noch keine Maske tragen. Das stimmt auch. Schau meine Ohren an. Let's go! Wenn diese Pandemie die vorbei ist, sind wir alle so. So Affenohren. Elefanten. Die können dann fliegen. Na gut, bei dem, bis gleich. Und die Mama hat schon was gefunden. Ich brauche das. Für Philipp, weißt du warum? Ich gebe ihm immer einen normalen Teller und der haut den am Boden. Ich habe Angst, dass es kaputt geht. Ist egal, wenn der nicht das benutzt, dann können wir ihn so mal als Frisbee verwenden. Im Kinderzimmer schauen macht Lust auf ein neues Baby, oder? What? Kann man in der Werkzeugabteilung schauen lieber? Puh, das schaut wie ich aus. Stimmt, ja? Kinder haben Hunger. Das ist wie ein Ausflug. Wenn wir am Spielplatz gehen, wir nehmen was zu essen. Kaum angekommen. Wir haben uns auch so Türstopper gekauft. Oder wie heißt das? Eckenschutz und Sperren. Wirklich? Und jetzt machen wir uns auf den Weg. Zum Essen, oder? Zum Billigregal. Wie zum Essen. Ich dachte, wir kaufen Möbel und nicht auswärts essen. Aber okay. Das ist meine Familie. Immer wenn wir rausgehen, haben schon Kribbeln im Bauch. Lisa, hast du auch Hunger? Ja. Oh, yeah. So, aber Philipp, hast du auch Hunger? Ja. Dann gib ihn Zitzi mal. So, wir schauen hier mal Billigregale, oder? Ja, das ist Billigregale. Lara, warte mal, bitte. Oh Gott. Mama, ja. Ich hab Hunger. Mama, oh, bitte nicht. Mama, sie hat Hunger. Mama. Wie wär's, wenn ihr euch da kurz auf diesen gelben Sessel hinsetzt? Ich hab Hunger. Philipp, ich hab Hunger. Wir haben also diese jetzt. Das schaut aber so aus ungefähr. So wie bei uns im Wohnzimmer. Ja. Aber wir nehmen... Ja, wunderschön schaut das aus. Im Wohnzimmer haben wir auch so tiefe, oder? Nein, wir haben so schmal. Nein, wir haben tiefe. Wirklich, oder? Ja. Ah, ja, genau. Ja, stimmt. Ja. Und wir nehmen zwei, oder? Genau, das heißt zwei solche und vier Türen, oder? Genau, wir nehmen aber wieder die Halbtüren, oder? Bist du auf beiden Seiten? Yeah. Oder machen wir wie im Wohnzimmer? Wir haben im Wohnzimmer einen so und nur das Schmale hat eine Tür, oder? Wir können genau. So machen auch eine schmale, eine geschlossene Tür außen, dann das in der Mitte mit dem Glas.
Naja, das geht ja nicht, weil die müssen schon. Zu Ach, stimmt, ja. Dann müssen wir einen großen und einen großen Schrank und zwei kleine. Ja, ja. Aber das macht vom Preis ja einen deutlichen Unterschied, ne? Weil na, so einen kostet dann 60 Euro, ne? Und so eine kostet dann 90 Euro. Jetzt sind wir in der Küchenabteilung. Ich brauche hier, ich weiß nicht so genau, was ich brauche, aber ich suche so. Schau mal, wie cool, Papa, ein Backrahmen für eckige Sachen. Stehst du, da kannst du eckige Sachen machen. Voll nice. Da kann ich nicht melden. Du kannst, aber dafür hast du einen richtig guten Kuchen gebacken. Was schaut besser aus, das Runde oder das Weiße? Na, schon diese Ovale schaut besser aus. Okay. Aber da ein Loch. Okay. Das ist ein Punkti und das ist... Jedes Mal, wenn ich die Hand nehme, dann weiß ich, dass ich... Der Papa. Was kostet der? 12,99. Ja, das ist voll stressig, ja. Die haben so unbehandeltes Holz und das ist so mehr schon behandelt, oder? Nein, okay. Hast du die Karte mit, oder? Ja, hab ich schon gezeigt. Ah, okay. Die Karte mit. Wir sind jetzt wieder zu Hause und ich habe mir gedacht, ich zeige euch schnell, was wir beim Ikea gekauft haben. Das Billigregal kann ich euch jetzt nicht zeigen, werden wir jetzt auch sicher nicht aufbauen, ist ja noch viel zu spät. Also fangen wir gleich mit dem, was ihr hier schon seht. Wir haben uns einen neuen Brotkasten gekauft. Wir hatten schon mal einen von Ikea, der ist jetzt aber leider nicht mehr so, ja, so schön, der ist ein bisschen kaputt. Deswegen haben wir uns einen neuen gekauft. Ich finde, die sind echt gut, die sind sehr günstig. Und ja, die halten einfach das, was sie versprechen sozusagen. Also sie erfüllen die Funktion. Dann haben wir mir so eine Auflaufform gekauft. Ich wollte die einfach haben, schon immer so schön aus, so oval. Und ich kann mal gut vorstellen, dass da drin ja einige gute Ofenrezepte drin machen kann. Also schaut auf jeden Fall so ganz hübsch aus. Dann habe ich so zwei Deckel gekauft. Wir haben immer so, also wir haben so Auflaufformen für diese Deckel aus Glas. Die schauen ungefähr so aus, nur in halb so groß. Da machen wir immer so Essensreste drin, die überbleiben oder solche Sachen halt. Und jetzt haben wir uns auch ein größeres gekauft, weil wenn man zum Beispiel was mehr überbleibt, dann ja, auch ein hohes. Und wie gesagt, ich brauchte noch für eine Auflaufform so einen Deckel. Dann habe ich hier so wie heißen die Frischhaltetüten? Mit Zip. Das sieht man, glaube ich, hier auch. Ja, das sind die kleinen. Einmal mit 1 Liter und einmal 0,4 Liter. Ja, dann haben wir für den Couchtisch im Wohnzimmer so Eckenschutz gekauft für Philipp. Der geht ja jetzt. Und da bin ich immer so ein bisschen ängstlich, dass er sich da vielleicht mal verletzt. Deswegen... Eckenschutz. Ja, dann habe ich zwei von denen. Wie heißen die denn? Da ist die Bezeichnung davon. Auf jeden Fall sind das so ein Schutz, dass er die Türen nicht aufmacht. Also die Schränke nicht aufmacht. Türen von Schränke. Dann habe ich so Tellerchen mitgenommen für ihn aus der Kinderabteilung. Die haben jetzt so eine. Die ändern immer die Farbe. Und aktuell sind die halt alles Pastellfarben, was ich ganz schön finde. Ja, ich will einfach für Philipp, weil ich habe für ihn gar kein Kindergeschirr, außer so Schüsseln. Aber wenn er mal was anderes isst, was jetzt nicht in einer Schüssel ist, dann gebe ich ihm einen normalen Teller und er macht oft den hier mit dem Teller. Er schmeißt den auf den Boden. Ich habe schon alles Mögliche probiert, aber ja. Ich brauche einfach mal einen Teller, wenn er am Boden fällt, dass er nicht kaputt geht. Und das gleiche auch mit Becher. Da habe ich ihm auch diese Kinderbecher. Ich glaube, der Philipp trinkt echt gut aus dem Glas. Da habe ich aber immer Angst, wenn ihm dann mal auf den, ja, einfach runterfällt oder so. Deswegen kann er ausschütten, ist eh egal. Er trinkt eh nur Wasser. Ist mir dann egal, wenn er mal Wasser ausschüttet. Gut, dann habe ich hier noch Schüsseln gekauft. Ich mache so gerne so Bowls. Zum Beispiel Süßkartoffelreis, Bohnen, alles mögliche. Joghurt, was auch immer. So mega leckerer Bowl. Und dafür hat mir einfach so das
an Geschirr gefehlt. Ich habe es dann in meinem Suppenteller angerichtet, hat aber auch nicht so cool ausgeschaut. Deswegen habe ich da diese großen Schüsseln mitgenommen, habe ich 6 Stück gekauft und dann habe ich mir nochmal diesen Spatel gekauft. Ich habe den ja schon, Pfannenwender, oder wie heißt das? Ja, Pfannenwender. Ich hab den schon mal gehabt, aber der ist eingebrochen, so 2 Stück. Und da habe ich Angst, dass der halt noch mehr bricht. Ist auch nicht so gesund, wenn man so Plastik isst. Und deswegen werde ich den kaputten gleich wegschmeißen. Und den hier. Aber natürlich muss ich den jetzt alles waschen, weil es ja Geschirr ist. Ja. Gut, meine Lieben, wir werden jetzt den Abend ausklingen lassen. Ich muss mich noch abschminken, dies, das, Kinder ins Bett bringen. Und wollte mich fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Und sonst sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!